Oh je. Ihr kennt ihn, ihr hasst ihn. Der Dara, unser aller Woker Lieblingsstreamer auf Twitch, hetzt mal wieder gegen Sarah Wagenknecht. Wir haben uns das Video natürlich vorher nicht angesehen. Ich meine, unsere armen Gehirnzellen, das würde ja uns zu viel Schaden zufügen. Aber wir schauen uns das jetzt, damit ja, wir alle zusammen den Kopf schütteln können, hier im Stream gemeinsam an. Selber, was erwartest du? Wie dumm wird es werden? Ja, ich habe es ja eben schon vor dem Stream gesagt. Dara würde ja lieber FDP wählen als ba Sarah Wagenknecht bzw. das BSW. Und dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob seine. Er hat jetzt hier irgendwas von Kapitalismuspropaganda im Titel stehen. Also, da bin ich jetzt mal gespannt. Da muss er jetzt aber liefern. Und Wagenknecht dabei jetzt ganz verbreitet neutral reinzünden. Kapitalismuspropaganda. Also, da muss er jetzt wirklich was liefern. Ja, das sagt derjenige, der sagt, er würde lieber Lindner als Wagenknecht wählen. Ja, Und der genau, sagt, ja. die Armen würden ja nicht die ganze Zeit immer ärmer werden und die Reichen nicht immer reicher. Das sei ja diese typisch linke Schwarzmalerei. Also der Typ, Ja, der das stimmt, erzählt das. und der Kritik an Kapitalisten übrigens sehr gerne als Antisemitismus framed. Also wirklich einer der radikalsten Antideutschen, den wir hier auf Twitch haben, neben Martin Strengnetz vielleicht noch, der will Hui. jetzt Wagenknecht hier Kapitalismuspropaganda unterstellen. Schauen wir uns mal an, was für Argumente er vorzubringen hat. Rück du. Idioten. Wagenknecht? Ehrlich, wenn man seine Reaktion hochlädt, kann man dann in der ersten Minute nicht eine Nichtensender. Anmoderation machen? Das ist ja furchtbar. Und das ist sehr interessant, wie die arbeiten, weil da merkt man richtig, dass da irgendwer, ich weiß nicht, warum man nicht auf deren YouTube-Kanal kommt, wenn man hier einfach draufklickt. Und dann mit Rechtsklick Seite öffnen und so. So, weil bei denen ist das wirklich so, dass die ganze Aufmachung ist total seriös und der ganze Sprech ist größtenteils sehr moderat und man erkennt nur an der Themensetzung, dass die auch am Ende praktisch die AfD-Agenda verfolgen. So, aber ohne die Russlandfreundlichkeit. Also die wollen gerne eigentlich am Die Ende. verfolgen die AfD-Agenda, nur ohne Also. die Russlandfreundlichkeit. Also sie verfolgen quasi die Agenda des Mainstreams. Ach. Man könnte meinen, der hat eben den Talk, den wir auch geguckt haben, mit dem von Phoenix, oder? Das ist genau dasselbe, was der auch erzählt hat. Also, wie gesagt, bei Dara weiß man nicht, ob er sich absichtlich so blöd anstellt oder ob er wirklich nicht versteht, worum es geht. Also Springer ist natürlich komplett transatlantisch. Also er verfolgt sie eben das Gegenteil der AfD-Agenda, zumindest in dem sehr, sehr relevanten Punkt. Es sei denn, okay, in der AfD gibt es auch einige Transatlantiker, muss man fairerweise sagen. Aber da will Dara der AfD ja jetzt Russlandfreundlichkeit unterstellen, weil sie nicht so fanatisch transatlantisch ist wie er selber oder wie Springer. Also man könnte auch sagen, Springer verfolgt hier die Dara-Agenda, wenn man es auf der Ebene ausdrücken wollte. Möchte Axel Springer, dass CDU und FDP die AfD-Politik machen, aber mit einer pro-westlichen Außenpolitik. Wann kommt So, eigentlich dein und nächster Talk mit Dara? ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nach dem letzten war ich ja Rechts- und ein Verschwörungstheoretiker. Ich weiß nicht, was ich nach dem nächsten bin. Also nach Stimmt. dem Talk mit Nathan wollte ich ja Hitler an die Macht bringen. Also ist ja wirklich ein Vorwurf, der original so von Nathan kam. Wenn Ja, du das. diesen Wokies redest, dann bist du danach ein Rechtsradikaler, wenn du nicht in allen zustimmst. Das ist halt so. Ja. Also mein Enthusiasmus hält sich ehrlich gesagt sehr in Grenzen, aber wenn die mich um einen Talk anfragen, würde ich natürlich zusagen. Ja, vielleicht mal übers BSW oder so. Ja, das ist ja rechts und verbreitet Kapitalismuspropaganda, wie uns Dara gleich erklären wird. Also und sprechen wir ihn mal nicht so häufig. Der muss uns das ja gleich noch erklären. Ich glaube, wir springen mal vor. Also das ist ja furchtbar so. Riesige Ausgaben, am Ende sorgt das aber dafür, dass die Menschen eine schlechte ist, nicht wie ein oh. Dementsprechend praktisch schneiden die Kranken. Da wird ein Er Daten redet doch übernommen, im nicht. Umsatz Aber und er redet das doch besser. gerade drüber, oder? Müssen wir da nicht Wenn eine zurückspulen ein Wert bisschen, oder? in die Energieversorgung wurde dadurch Ach so, das gewährleistet. können wir auch machen. Ja, Weil dann kriegen inzwischen wir also erst wir sehen, irgendwas was mit. Wagenknecht sagt, wo sie Kapitalismuspropaganda verbreitet. Wahrscheinlich sagt sie zwei Worte und daran interpretiert er irgendwas rein. Erhöhen und die, Zitat, unverschämten Gewinne der Ölkonzerne schmälern, die ihre Marktmacht maximal ausnutzen. Sprechen wir darüber.
Zugeschaltet ist jetzt Sarah Wagenknecht, die Parteivorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht, wir grüßen Sie. Sie wollen also eine Preisobergrenze von... Hallo, ich grüße Sie. Auch. Offenbar doch ein größerer zeitlicher Verzug. Sie wollen eine Obergrenze von 1,50 Euro je Liter Diesel und Benzin. Wie soll das eigentlich gegenfinanziert werden? Der Staat braucht ja dieses Geld. Naja, okay, es ist ja mal. Schon so, dass der Staat sehr kräftig daran verdient. Verstehe ich das richtig? Dara macht sich jetzt darüber lustig, dass sie die Benzinpreise senken möchte. Anscheinend schon. Was ist daran so lustig? Das ist ja so, dass, wenn ich den Rechten, wo ich den Rechten mal gesagt habe, 20 Euro Mindestlohn, das wäre richtig geil. Da sehe ich aus. Ist Dara auch etwa rechts? Möchte er in etwa keine... Ja, keine Ahnung. Also. Dass auch die Ölkonzerne verdienen. Man muss ja sehen, auf der einen Seite natürlich wegen der problematischen Lage in der Ost sind die Rohölpreise gestiegen, aber der ADAC hat darauf hingewiesen, dass die Preise an den Spritsäulen deutlich stärker gestiegen sind. Das heißt, wir haben ja auch da... Die Hintergrundmusik, wer sich das fragt, die kommt übrigens von Dara. Ja, deswegen. Also er macht sich ja darüber lustig und ich verstehe das jetzt nicht ganz so, was daran so lustig sein soll. Ja, Dara, das ist dein Lied, das schreibt gerade jemand im Chat. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Das sollte man unter alle. Aber das sollte man einblenden, wenn Dara spricht und nicht, wenn Wagenknecht spricht. Also, ob das jetzt nun wirklich machbar ist oder nicht, da kann man sich ja drüber streiten, aber ich würde es ja gleich erklären. Ja, klar, aber. Steuern senken und dann festschreiben, dass die Ölkonzerne das weitergeben müssen. Punkt. Mhm. Das erklärt Wagenknecht in dem Video. Da habe ich auch schon drauf reagiert. Ach, hast du schon reagiert, okay. Alles klar. Einen nicht funktionierenden Markt. Werden natürlich uns die Argumente von Sarah Wagenknecht geben und dann. Ja, dann musst du mal zuhören dafür. Und nicht diese analysieren und auseinandernehmen. Markt, da sind Eingriffe dringend notwendig. Und dann muss man auch wissen, etwa die Hälfte des Spritpreises, das sind Steuern und Abgaben. Das heißt, wenn der Grundpreis steigt, verdient auch der Staat sehr viel. Und ich finde das wirklich nicht mehr angemessen, auch nicht zumutbar gegenüber den Menschen, gegenüber den Familien. Es nimmt ihnen Kaufkraft weg und das zieht unsere Wirtschaft ja insgesamt nach unten. Wir befinden uns ja schließlich in einer wirtschaftlichen Krise. Letztes Jahr ist die Wirtschaft geschrumpft. Dieses Jahr sind die Prognosen schon wieder schlecht. Und deswegen wäre es auch gut, wenn die Menschen einfach mehr Geld in der Tasche hätten, um ja, minus 0,3% Wirtschaftswachstum sind natürlich eine Krise. Das Ding ist halt so ein Argument, hätte Sarah Wagenknecht vor 6 Jahren oder so nicht gebracht. Weil damals hätte sie noch gesagt, Wirtschaftswachstum ist bescheuert als Indikator dafür, ob die Wirtschaft gut läuft. Und heute geht sie halt das Ganze mit, so wie es die Neoliberalen nun mal tun. Ja, weil das ist halt eigentlich, wie Linke diesen das BIP und Wirtschaftswachstum und so weiter sehen. Ich sage halt auch ganz gerne, dass Deutschland die drittstärkste Wirtschaftsnation ist, aber nicht, weil das für mich ein starker Indikator für eine gute Wirtschaft ist, sondern weil das halt normal ist, das neoliberale Argument ist. Ich selber möchte viel lieber darauf schauen, sind die Menschen glücklich zum Beispiel. Also Alter, du kannst halt eine Wirtschaft haben, die... Das BIP misst, also wir können das Video eigentlich schon hier abbrechen. Es ist so dumm. Das BIP misst die gesamtwirtschaftliche Produktion. Es sagt nichts über die Verteilung, es sagt nichts über die Nachhaltigkeit, das soll es auch nicht. Das BIP misst einfach nur die Produktion. Und wenn man das einfach erwähnt, dann ist das kein Argument im neoliberalen, im keynesianischen oder kommunistischen oder welchem Sinne auch immer, sondern das ist einfach eine Tatsache. Also, ja. Stella, sag doch mal was. Gewonnen. Ja, nee, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen fassungslos irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, wir lassen Dara jetzt noch mal einen Punkt ausführen. Wenn das noch dümmer wird, springen wir immer zum nächsten Video. Dann brechen wir das hier halt nach kürzester Zeit ab. Platz 50 ist in der Welt und trotzdem sind halt die Menschen glücklich und haben halt alles, was sie brauchen. Und, naja, eine Sarah Wagenknecht, die geht das halt inzwischen alles mit. Ne? Die Staatsverschuldung, die ist zu hoch, das muss wieder runtergehen. Das Geld von zukünftigen Generationen. Das fordert das BSW nicht. Das BSW fordert die Abschaffung der Maastricht-Regeln und die Aufweichung der Schuldenbremse. Übrigens genauso wie die Linkspartei. Also wenn er einen Blick ins Programm geworfen hätte, aber das brauchen Dara, Dara unterstellt ihr hier jetzt Dinge, die sie nie gesagt hat oder die keinen Bezug zum Video haben. Also ja, zumal maximal dämlich. Ist er doch in der Linkspartei, oder? Ist ja, das BSW hat da wirklich wirtschaftlich hat dieselben Positionen wie das BSW. Die gleichen Forderungen wie die Linkspartei. Ja, also, Schuldenbremse, keine Ahnung. Ja. Ich meine nämlich auch da, wo ich das Programm letztes gelesen habe, dass das BSB das fordert, ja. Ja, also das können wir, glaube ich, abschließend sagen zu dem Video. Es ist einfach dumm. Dara denkt sich irgendeine Scheiße aus und behauptet, das BSW würde das fordern. Da brauchen wir gar nicht inhaltlich drauf eingehen.
Also ich glaube, wir reagieren gleich auf noch ein anderes Video von Dara. Vielleicht ist das nicht ganz so dumm, aber das, ja. Willst du nicht noch ein Stück laufen lassen, was da noch kommt? So.